Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Heute bin ich gemeinsam mit Nini unterwegs zu einer kleinen verlassenen Grundschule irgendwo in Deutschland. In einem kleinen Tal liegt sie seit vielen Jahren dort und vermodert leider zusehends. Doch befinden sich im Inneren der alten Schule so viele Details aus Schulzeiten der DDR, dass wir viele Stunden in dem Gebäude verbringen und jeden Winkel erkunden wollen. Wir erkunden jetzt diese Grundschule. Wurde diese Schule hier bis 2004 noch genutzt? Werkstücke der Klassen. Zeugnismäppchen. Daran sieht man, dass wir hier in der DDR sind. Folgende Schüler, Schülerinnen nehmen an der Fahrt nicht teil. Die Türen von innen, soweit es geht, verriegelt. Hausaufgaben müssen sein. Darum gehen wir hier rein. In der Pause und beim Spiel nehme Rücksicht ich sehr viel. Alter, was ist hier passiert, Leute? Die Urne vom Hausmeister und seine Taschenlampe davor. Wurde der hier beerdigt? Mein Name ist Paul Schridde. Ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Das Mikrofon leuchtet das? Ja. Okay. Moin Leute, mein Name ist Peter Adventure und das ist mein Kanal. Und gemeinsam mit Heiko und wir befinden uns hier heute auf einer Tischtennisplatte irgendwo mitten auf dem Land im Nichts. Egal in welche Richtung man blickt, hier ist eigentlich nur Land, Einöde. Und hinter mir befindet sich ein Gebäude, welches man wahrscheinlich von außen schon als solches erkennen kann. Es handelt sich um eine verlassene Grundschule. Ich habe mir sagen lassen, darin ist sogar noch ein bisschen Einrichtung versteckt. Hier neben haben wir sogar noch eine Sporthalle, aber leider ist die zu. Das ist übrigens nicht Heiko heute. Was? Oder bist du Heiko? Da musst du da einfach so bin stehen. Ich Heiko? Ja, Nini ist mit am Start. Die war letztens schon mal mit dabei in der Nachtaktion. Vielleicht kann man sich noch erinnern. Es ist saumäßig warm. Wir haben es gleich 9. Das neue Video geht gleich online. Wir erkunden jetzt diese Grundschule. Alles ist auf jeden Fall schon ganz schön zugewachsen hier. Ich habe leider keinen Basketball dabei, aber wir könnten hier mit dem Stein da oben rein. Ja, schaffst du das? Wie war warte, das? Michael Jordan. Nee, lass mal. Auf jeden Fall hat sie halt echt zwei große Basketballkörbe. Und man kann sich halt so richtig vorstellen, wie hier damals Basketball gespielt wurde, wie man hier auf dem Gelände irgendwie rumgetobt ist. Es war immerhin eine Grundschule. Ich glaube, hier kommt Nostalgie auf zu meiner Schulzeit. Meine Schulzeit war auf jeden Fall die reinste Vollkatastrophe, zum Großteil zumindest. Oft rausgeflogen, andauernd mit den Lehrern angelegt, geschwänzt ohne Ende, nie da gewesen. Fünfen in Mathe, man kennt den Hasen. Also gehen wir mal rein und schauen mal, was wir da drin vielleicht noch finden. Ja, dann lasst uns mal reingehen in die Schule und mal gucken, was uns drin erwartet. Ja, in die Schule! Ferien vorbei, ich sehe meine Freunde wieder. Grundschule ST. Eine quietschige Tür und hineinspaziert. Wow. Okay, als erstes, hier sieht man auf jeden Fall eindeutig, dass es eine Grundschule war. Hier sind ganz viele Kindermotive an die Wand gemalt. Die Türen von innen, soweit es geht, verriegelt. Ja, und hier sind irgendwie ganz viele Streusalzbehältnisse aufbewahrt. Aber man kann sich schon so richtig vorstellen, wie hier in diesem Vorderhof. Wenn es geregnet hat, hat man hier vielleicht die Pause verbracht, saß dann hier auf den Bänken. Und wenn es eben nicht geregnet hat, ist man raus auf den Pausenhof, um zu spielen mit seinen Freunden, die man dann jeden Tag hier gesehen hat. Ich denke mal, das war auch eher so eine Grundschule für vielleicht 50 Kinder. Sowas in der Richtung. Wahrscheinlich war 50 sogar schon viel. Na, 50 kommt hin. 50 bis 70 Kinder. Vielleicht 100, wenn es ganz krass war. Aber ich meine, so viele Kinder gab es hier gar nicht und hier wird es wahrscheinlich in fast jedem Dorf so eine kleine Grundschule gegeben haben. Was meinst du? Wir haben da eine Tür und wir haben hier noch eine Tür. Welche Richtung wollen wir gehen? Da lang. Weil? Weil wir gleich dran stehen. Und hier sind Stühle bestimmt. Stühle. Also gehen wir in diese Richtung hier. Und das Erste, was auffällt, ist so etwas Selbstgebasteltes hier oben an den alten Lampen. Ja, und ein paar Räume. Hier ist irgendwie richtig was kaputt gegangen. Hier haben sie die Tür komplett weggebröckelt. Und eine kleine Küche.
Wahrscheinlich so eine Art Aufenthaltsraum. Hier haben sie noch ein paar Tassen stehen lassen. Hier oben hat's Tee und ein paar Eier. Die haben hier tatsächlich anscheinend auch Essen gekriegt, die Kinder. Weil so viele Teller, das waren auf jeden Fall zu viele für die Lehrer. Und von hier aus ging es dann zu den Oberstufentoiletten. Oberstufe war dann 4., 5. Klasse oder was? Wahrscheinlich 5., 6. in der Grundschule. Hier verbirgt sich auf jeden Fall vielleicht noch die maulende Myrte. Hier konnte man dann richtig schön Reißverschluss aufmachen und lospinkeln. Ich weiß noch, wie ich immer in der Schule früher war, auf der Toilette war, da bin ich natürlich immer extra oft hingegangen, um irgendwie noch mal länger Pause machen zu können. Und wie ich dann hier stand und dachte, oh nee, noch 6 Stunden Schule, heute den langen Tag, ich habe keinen Bock mehr. Und später dann auch noch die, wie sie bei uns hieß, Tutstunde. Irgendwie so eine Orga-Stunde quasi. Nochmal kurz in den Spiegel geschaut und dann zurück in den Klassenraum. So, dann gehen wir nach oben. Ein Keller gibt's übrigens auch noch, da gehen wir später nochmal hin. Aber als erstes gehen wir die Treppenstufen mal nach oben. Eine Etage höher. Boah, das sieht cool aus da vorne. Schaut mal Leute, als erstes gibt's hier jetzt wieder so einen Zwischengang. Und hier ist eine ziemlich geile Uhr. Wahrscheinlich sogar die einzige Uhr, die hier noch übrig geblieben ist. Und hier war wahrscheinlich wieder so ein Aufenthaltsraum, wo man vielleicht darauf gewartet hat, in die nächste Stunde zu kommen. Hat man sich nochmal kurz zwischengesetzt oder man hatte dann so eine 5-Minuten-Pause, die gab es ja auch immer. Da hat man sich dann hier wahrscheinlich versammelt. Oh Mann, die guten 5-Minuten-Pause, wo man sich ja immer gefreut hat, wenn der neue Lehrer kam und der kam 5 Minuten zu spät, hat sich dann entschuldigt und man dachte sich noch, ja Mann, danke dafür. War irgendwo eine schöne Zeit in der Schule. Aber irgendwann ist es ein bisschen ausgegangen. Geartet. Bei mir zumindest. Und von der Uhr aus geht's dann nochmal hier hin. Und das ist ja mal extrem cool. Denn auf so einer alten Bank befinden sich hier noch so Zeugnisse mit diesem typischen Zeichen. Daran sieht man, dass wir hier in der DDR sind. Zeugnismäppchen, wo so ganz kleine Zeugnisse rein konnten. Und hier ist witzigerweise noch so ein, was ist das denn? Antirheumatikum. Je magensaftresistentes Ragé. Warum sind die da? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall auch extrem alt. Aber diese Zeugnisse sehen extrem cool aus. Da will ich übrigens nicht über meine Zeugnisse reden. Wir wollen natürlich unseren Weg beibehalten und gehen von den Zeugnissen und der Uhr hier wieder zurück. Einen Raum weiter, wahrscheinlich das Sekretariat, so wie mir das aussieht. Steht hier was drunter? Nee, hier steht nur Raum 209. Wer diese Grundschule wiedererkennt, kann ja mal schreiben, ob 209 das Sekretariat war, aber es sieht sehr danach aus, denn hier ist so ein großer Raum mit dem typischen DDR-Wählscheibentelefon. Rotes Kreuz 115 und Volkspolizei war 110. Ich wette, wenn wir das anschließen, läuft das noch. Und hier sind witzigerweise auch wieder irgendwelche Medikamente, die wahrscheinlich irgendwie zur Durchfallbekämpfung und so weiter waren, die dann unter Umständen sogar von den Lehrern verabreicht werden konnten. Was ein bisschen merkwürdig ist. Da hinten steht sogar was zum Thema Archiv. Es gibt hier tatsächlich anscheinend ein Archiv. Jede Tür wurde hier tatsächlich mal irgendwie richtig schön eingeboxt. Hier hatte mal jemand richtig Aggression. Aber hinter diesen Türen befinden sich tatsächlich noch einige Akten. Zum Beispiel Anträge auf Genehmigung einer eintägigen Klassenfahrt. Also sowas wie eine Waldtour zum Beispiel. Da gab es dann hier den Grund, folgende Schüler, Schülerinnen nehmen an der Fahrt nicht teil. Name, Vorname. Die Fahrt wird genehmigt. Hier oben hat es dann zum Beispiel noch Anlage zum Klassenbuch für den Sportunterricht. Leider kommen wir in die Sporthalle nicht rein. Dann geht's hier noch weiter mit irgendwelchen Mappen. Alles voller irgendwelcher Vorlagen. Kopiervorlagen wahrscheinlich auch. Damals wurde ja noch kopiert. Aber das wird ja eigentlich immer noch gemacht. Haushaltsbuch Sekundarschule 1993. Ansonsten ist das Ganze aber nur noch mit einem Kalender versehen. 2004. Also unter Umständen wurde diese Schule hier bis 2004 noch genutzt. Hier wird schon fleißig vorgegangen, eine Etage höher. Ach, übrigens, schreibt mir in die Kommentare, wie eure Schulzeit so war. Würde mich ja mal interessieren. Vielleicht schreibt ihr da einfach mal so ein bisschen euer Highlight, was euch früher richtig abgefuckt hat oder eine richtig witzige Story. So, gehen wir weiter hoch. Oh, hier ist schon wieder so eine Uhr. Dann gibt es tatsächlich doch noch mehr von denen. Eine komplett eingetretene Tür. Hä? Was ist das denn für ein Raum? Gehen wir mal einmal durch. Hä? Ein Raum komplett voller Liegen. Das verstehe ich nicht. Aber bequem bestimmt die Dinger. Ich habe eh so wenig gepennt. Gute Nacht, Leute. Bestimmt war das hier so eine Art Pausenruheraum. Und dann passend dazu musst du dir hinter dich halten und dann...
So, wieder raus aus der guten Stube. Und hier gegenüberliegend befinden sich natürlich auch wieder Räume und hier sogar ziemlich cool alte Kinositze oder so. Auf jeden Fall hat es hier eine dicke Tafel, wo natürlich auch Sachen draufstehen. Ach, man kennt es, Leute. Ein typisches Waschbecken gab es natürlich auch und Gift. Pflanzen. Das hier könnte gut so ein, ich weiß nicht, ob die sowas hatten, aber so ein Naturkunde-Heimatkunde-Raum gewesen sein. Also vor allem Naturkunde, denn was es hier auf jeden Fall gibt, was recht cool ist, ist in diesem Schrank hier so ganz viele, ja, kleine Vitrinen sozusagen, wo, ja, zum Beispiel hier Verbreitung der Samen durch Wasser. Wasser, Rose, Schwertlilie. Und dann haben wir hier geteilter Zweig der Raupe. Dann sind hier so kleine Insekten abgebildet. Das ist ziemlich cool gemacht und auch ziemlich gut zur Veranschaulichung. Hier sind irgendwelche Samen, da hat es Mais, verschiedenste Blätter. Also ich muss sagen, in der Hinsicht war die Schule auf jeden Fall ziemlich gut aufgestellt. Denn sowas hatte ich auf jeden Fall in meiner Schule nicht. Ach, und die Rollos hoch und runter machen konnte man natürlich auch. Und kann man auch immer noch. Ein bisschen schimmelig. Aber es geht noch zu, damit hier die Sonne nicht so reinkam und man noch was sehen konnte auf der Tafel. So, Frau Lehrerin, wo gehen wir denn jetzt weiter hin? Ich würde sagen, einmal durch den Flur. Und dann in welchen Raum? Ich weiß noch nicht, was kommt. Muss ich doch, Sie wissen doch, Sie sind doch da Lehrer. Doch, na bestimmt noch ein paar Klassenzimmer. Also hier steht auf jeden Fall Spielzeug. Ja, und Teller. Und schon wieder so ein großer Raum in der Mitte, der letztendlich überhaupt keine Funktion hatte. Das finde ich ehrlich gesagt, vom Bau ist es zwar sehr einfach und simpel, aber doch ein bisschen, ja, platzverschwenderisch, weil was will man hier machen, außer Pause? Was man auf jeden Fall gut machen konnte, war hier mit solchen komischen Hin- und Her-Dingern spielen. Hier konnte man zum Beispiel dann zählen und irgendwelche Reihen üben. Oh, hier liegen übrigens viele tote Vögel rum überall. Na, die kommen hier natürlich nicht mehr raus. Dann hat es hier einige Bücher und noch so ein Zählding. Ziemlich cool eigentlich, aber auch schon ziemlich alt. Aber es wirkt auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt so anschaut, in Kombination mit der Uhr da vorne, ziemlich, ziemlich interessant. Man hat direkt noch mehr dieses klassische Bild von so einer alten DDR-Grundschule. So, Frau Lehrerin, wo gehen wir jetzt hin? Sie wissen es immer noch nicht, richtig? Werkraum, würde ich mal sagen. Werkraum? Wo ist denn der Werkraum? Oh, Tatsache. Eine Dorfgeschichte. Vielen Dank all denen, die diese Ausstellung durch Leihgaben oder Schenkungen bereichert haben. Hier gab es anscheinend eine Ausstellung mit alten Nähmaschinen, weswegen das ziemlich gut gepasst hat, dass wir jetzt in einem Näh- und Werkraum sind. Das sind wir zwar nicht, aber hier gibt es alte Nähmaschinen aus alten Zeiten, die hier noch einfach so rumstehen. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt noch wertvoll sind, aber dann gab es hier tatsächlich so ein, wie eine Art Museum, so ein kleines. Also hier hat man auf jeden Fall das Ganze nochmal so ein bisschen neu gemacht. Hier gibt es auch Wegweiser in verschiedenste Richtungen, in die man wandern konnte. Hier auf jeden Fall wollte ich sagen, haben wir einen schönen, schönen Ausblick auf das kleine Dörfchen. Da sieht man jetzt auch mal so ungefähr, wie das hier aussieht, wo die früher gelebt haben oder auch immer noch leben. Vielleicht leben hier einige Leute, der da hinten zum Beispiel, der da gerade an seinem kleinen Schuppen werkelt, vielleicht war der hier damals in der Grundschule und saß in diesem Klassenraum und hat rausgeguckt, hat sein Haus von hier aus gesehen und gedacht, wann ist es endlich geschafft und ich kann nach Hause gehen und wir haben Schulschluss. Wer kennt dieses Gefühl nicht von früher. Hier auf der anderen Seite gibt es auch noch so eine kleine Bienenausstellung und hier ist Honig. Wollen wir ein wenig davon kosten? Bah, wer weiß, wann der zuletzt geöffnet wurde. Boah, das klebt richtig fest. Alter, das geht nicht. Ich muss euch mal kurz hier abstellen. Welcher Jahrgang? Das ist ein 1974er. Oh. Leicht herb im Abgang. Ich sag mal, oh, der müffelt leicht. Hier steht 99. Ich wusste nicht, dass sowas Süßes so ekelhaft riechen kann. Irgendwie macht mich das an. 5000 Likes und ich werde hiervon ein komplettes, na komm, einen großen Löffel essen. Bei 5000 Likes kommen wir nochmal hierher und ich esse 5000 Löffel. Nee, das war anders gedacht. 2 Löffel, Leute, 2 Löffel bei 5000 Likes. Sicher? Ich mache Werbung dafür. Ich werde jetzt mal meinen Finger da reintunken. Nimm doch erstmal sowas. Ja, okay. Das ist eine harte Masse da drin. Da kann man rumstochern. Das hat sich wahrscheinlich unten abgesetzt. Aber ganz ehrlich, es sieht lecker aus. Manch einer nimmt es für Sexspiele vielleicht. Wie bitte?
Da kennt sich jemand mit Honig ganz genau aus. Ich mache ihn erstmal wieder zu. Wir wollen ihn ja erstmal gut verwahren. Und wenn ihr 5000 Mal auf den Like-Button gedrückt habt, dann komme ich wieder und esse den Honig von 1999. Und noch einen Raum weiter und sogar eine ganze Etage weiter. Die letzte Etage inzwischen schon. Eigentlich würde ich ja ganz gerne auch nochmal aufs Dach gehen. Hier hat es auf jeden Fall wieder so ein großes Möbellager. Und hier stehen tatsächlich mal ein paar Schultische rum. Hier hinten ist sogar noch so eine interessante, aus dem Spreewald kommen diese Schränke, Mehrzweckschränke. Türen, Buche, Natur. Also hier wurden nur die feinsten Materialien ausgewählt. Wenn wir hier mal über diesen ganzen Krempel steigen, gibt es hier noch so eine alte Krankenliege. Die könnte man jetzt theoretisch auch ausklappen. Aber das muss letztendlich auch nicht sein. Aber hier kann man sich ja zumindest mal so ein bisschen vorstellen, wie diese ganzen Klassenzimmer hier eingerichtet waren. Hier sind übrigens auch nochmal solche Aufbewahrungsmappen. Also hier lagen bestimmt auch in den Schränken so ganz viele Leinwände, auf denen man zeichnen konnte, alte Landkarten und so weiter, die man dann alle irgendwie verwendet hat, um den Schülern eben den Unterricht näher zu bringen, beziehungsweise die Umgebung näher zu bringen, Geografie näher zu bringen und so weiter und so weiter. Und das Ganze verkommt jetzt hier immer mehr mit der Zeit und zurück bleibt eigentlich gar nichts mehr, außer dieser marode Schulkomplex, der nie wieder genutzt werden wird. Treppe, 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 Tripp, Trapp, Trapp. Und noch eine Stufe. Pause, Pause. Warum gehst du zurück ins Klassenzimmer? Wir wollen jetzt rausgehen zum Spielen. Ich gehe schon mal vor. Juhu. Oh nee, ich habe meine Brotdose oben vergessen. Max, bringst du mir meine Brotdose nochmal mit runter? Juhu. Danke. Pause, Pause, Pause. Ich mag Pause so gern. Können wir endlich ein paar Bälle werfen. Bumm, 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 bumm. Und hui, wo Max wohl mit meiner Brotdose bleibt. Und die Pause schon wieder vorbei. Gehen wir mal zurück in meinen Klassenraum. Hä? Was ist denn hier los? Hallo? Max? Es ist keiner mehr da. Hat sie gebrannt? Ich war doch nur eine Viertelstunde Basketball spielen. Alles voller Spielsachen. Kegel, Bausteine, Bauklötze. Und Puppen? Grausam zugerichtete Puppen. Wo sind meine Mitschüler? Ja, hier sind allgemein einfach ganz viele Spielsachen, weswegen ich davon ausgehe, dass auch Pinocchio uns hier nicht weiterhelfen kann. Denn der hat heute schon so viel gelogen, dass seine Nase so lang geworden ist, dass sie nie wieder in den Normalzustand zurückverfallen wird. Übrigens, sehr interessant hier, diese ganzen alten Bücher, die hier so halb verbrannt, wahrscheinlich nur den Schutz der Glasscheiben hatten. Meine Hände sind auch schon ganz schwarz hier. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das hier so eine Art Hort war, dass man hier vielleicht zum Nachmittag noch bleiben konnte und dann den letzten Bus zurücknehmen konnte oder abgeholt wurde von den Eltern, die dann von der Arbeit kamen und die Jüngsten hier aus der ersten Klasse vor allem eben noch etwas spielen konnten und dann hier eben auch Spielzeug hatten. Hausaufgaben müssen sein. Darum gehen wir hier rein. Und direkt daneben noch die Schulordnungen. Da steht, in der Pause und beim Spiel nehme Rücksicht ich sehr viel. Denn wo viele Leute sind, kommt ein Unfall ganz geschwind. Mit diesen Worten gehen wir in den Keller und sagen Lumos. Na, das ist so ein zuterer Keller. Abstellräume, haufenweise Abstellräume. Ja, der Bau ist halt immer gleich. Das hier sieht tatsächlich sehr nach so einem Werkraum aus, beziehungsweise, ja doch, hier, Werkstücke der Klassen. Und dann hängen hier so wahrscheinlich selbstgemachte, ja, Dinge, so wie für einen Weihnachtsbaum irgendwie vielleicht. Und hier sind auch noch große Räume, wo verschiedenste Dinge in den Schubladen liegen, wo man dann solche Modelle bauen konnte. Hier unten noch ganze Bausätze am Start waren, die man dann zusammenschrauben konnte, die damals natürlich in einem wesentlich besseren Zustand waren. Hier stehen ja noch so ein paar Sachen, zum Beispiel diese Schaukel hier, die mal gebaut haben, die im Übrigen echt gut geworden ist. Finde ich auf jeden Fall cool. Werken und so hat mir immer Spaß gemacht. Ich war irgendwie immer so ein kreativer Typ. Mathe und so war immer nichts, aber Kunst und Werken, das ging. Vielleicht mache ich deswegen jetzt auch nur YouTube. Frau Lehrerin zeigt uns jetzt mal, wie man hier so ein Modell zusammenstellt. Also jetzt nehmen Sie hier so ein Schräubchen, Schraubending. Und wir werden die jetzt daran gemacht, dass die auch halten. Brauche ich natürlich irgendein Endstück, ne? Ist das eckig? Nee, rund. Vielleicht kriegst du das da trotzdem drauf geprügelt. Hier ist auch noch einer. Dann habe ich hier nochmal einen eckigen Kollegen. Das Eckige muss ins Runde. Jetzt hast du schon mal eine Basis. Fertig? Aber das reicht ja noch nicht. Da muss jetzt ja noch was drauf. Okay, ich baue das Dach. Ah ja.
doch einen Schraubenzieher. Ohne Mutter. Ich hab richtig Bock zu werkeln, ne? Aber ohne Werkzeug lässt sich nicht werkeln. So, nach einigen Stunden der Arbeit bin ich mit meinem Auto fertig. Zwei Sitze, vier Personen können mitfahren. Hier, schaut mal, Leute, wie der abgeht. Oh. Ich glaube, ich muss mal wieder weiter jetzt. Reicht jetzt auch wieder. Tschüss. Ah ja, das war mal eine schöne Symphonie. Ja, ist auch kein sonderlich großer Keller, hier geht's schon wieder hoch. Ah, hier ist glaube ich der Hausmeisterraum gewesen, Leute. Alles voller Schräubchen, hier hätten wir Schrauben gekriegt. Das muss einem natürlich auch jemand sagen. Die Schüler machen ja alles andauernd kaputt, da braucht der Hausmeister auch Sachen. Ah, krass. Was ist das, eine Vase? Das ist die Urne vom Hausmeister. Die Wäschelampe von ihm. Alter, was ist hier passiert, Leute? Die Urne vom Hausmeister und seine Taschenlampe davor. Wurde der hier beerdigt? Telefone, noch mehr Telefone, noch mehr Blätter da unten. Das sind auch so Sachen, die hier in den Schränken stehen, die nie da rausgeholt wurden. Die da ewig vergammelt sind. Wahrscheinlich hätte man mit den Blättern noch voll viel machen können. Und die stehen da einfach und vermodern. So Leute, ich würde beinahe sagen, wir sind wieder in diesem Eingangsbereich und das Video ist schon vorbei, oder? Gibt's noch was zu sehen? Leider kommen wir ja nicht in die Sporthalle. In dem Sinne würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es so ein bisschen gefallen. Ich weiß, es war ein bisschen chaotisch. Es gab nicht mehr so viele interessante Details, aber es gab ein paar davon und die haben wir euch gezeigt. Du hast ein paar Bilder gemacht. Wie heißt du auf Instagram? NiniBLN, also Nini Berlin. Ja, steht der Link in der Videobeschreibung. Natürlich könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch die Bilder anschauen. Schreibt eure Meinung zu diesem alten Schulkomplex in die Kommentare. Und bleibt frauengesund und lebt euer Abenteuer. Bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.